Coding Klassenfahrt ist ein Projekt, das Technik und Programmierung miteinander verbinden möchte an verschiedenen Orten, zum Beispiel im Wald, am See, in der Stadt, am Meer. Jetzt heute sind wir zum Beispiel gerade im Wald hier auf Usedom. Coding draußen eignet sich super, um auch Kindern zu zeigen, dass Technik nicht nur vom Monitor in der Schule stattfindet oder auf dem Handy, sondern auch in die Umwelt interaktiv mit eingebunden werden kann. Wir haben uns für dieses Projekt beworben, weil die Kinder total begeistert sind, was so Technik angeht, die auch sehr kreativ dabei sind. Es ist total klasse, dass man hier so die Mischung hat, dass die Urlaub machen können, nebenbei trotzdem bauen können, dass sie sich ausprobieren können, dass jeder so ein bisschen sein Projekt umsetzen kann. Unsere Idee ist, dass wir ein Geschicklichkeitsspiel machen. Dort geht es darum, dass wir eine Lichterkette haben. Jede Farbe hat auch noch einen Sensor. Zum Beispiel wäre Rot ein Abstands- oder ein Bewegungssensor. Jeder Spieler müsste eine bestimmte Aktion beim jeweiligen Sensor ausführen. Wer am Ende eine bestimmte Anzahl an Aktionen ausgeführt hat, hat gewonnen. Die Kinder sind eh begeistert, einfach, dass es in so einem anderen Rahmen stattfindet und dass die sich ganz viel dadurch merken. Wenn man die in einem Jahr noch mal fragt, was haben wir auf der Schifffahrt gemacht, wissen die ganz genau, wir haben Roboter gebaut und die konnten das und das und das. Und das haben wir so und so gemacht, dass sie sich das anders merken, als wenn man vielleicht mal eine Woche in der Schule sitzt und sowas macht. Wir möchten vor allem auch Mädchen und Jungs gleichermaßen integrieren können, niedrigschwellig an dieses Thema heranführen. Wir glauben, dass Coding natürlich auch Programmierung, Technik im Unterricht stattfinden sollte, haben aber entschieden, dass es an einem außerschulischen Lernort einfach total super ist, weil sich die Kinder anders entfalten können. Kinder kennen sich bei digitalen Technologien viel besser aus meistens als die Erwachsenen. Und es ist ganz interessant, weil man voneinander lernen kann. Die Lehrer lernen von den Schülern, wie man mit Technik umgeht. Und die Schüler lernen aber von den Lehrern, wie man bestimmte Techniken anwendet, um Sachen zu verstehen. Und so kann man seine Kompetenzen gegenseitig austauschen. Das Tolle bei unserem Projekt ist, dass man als Lehrer das gar nicht können muss, das Programmieren, sondern wir zeigen, wie es geht. Wir haben dafür eine einfache grafische Entwicklungsumgebung. Das Coole an dem Programmieren mit dem Arduino ist, dass man ein Baukastenprinzip hat, was völlig logisch ist. Also da gibt es immer eine logische Herangehensweise, warum nehme ich jetzt diesen Block und nicht diesen Block. Das lernt man ganz, ganz schnell, wenn man so ein bisschen Lust drauf hat. So ist es ganz einfach auch für Lehrer und Lehrerinnen nachvollziehbar. Die können dann nämlich weiter im Nachhinein mit ihrer Klasse und der CodeWeekBox weiter programmieren. Es ist ganz toll, dass man sagen kann, wir gehen mal raus aus diesem ganzen Setting von Schulort und gehen einfach mal woanders hin und beziehen unsere Umgebung mit ein. Das ist das, was die Coding-Klassenfahrt machen möchte. Wir wollen mal ein bisschen verstehen, was ich heute.